unserer heutigen Veranstaltung. Der Kinder- und Jugendchor feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum. Was für uns der Anlass war, in diesem Jahr zwei größere Projekte zu starten. Zum einen das heutige Musical Josef, ein echt cooler Träumer. Zum zweiten ein weihnachtliches Jubiläumskonzert am 19.12. in der Kirche in Gehweiler. Mit Zusammenarbeit mit Joachim Kraus, den ich auch heute recht herzlich begrüße. Herr Bürgermeister, Herr Ortsvorsteher, meine Damen und Herren, lieber Joachim Kraus, eigentlich sollte man ja einem 10-jährigen Geburtstag ein kleines Ständchen singen, aber leider war ich kein Mitglied in einem Jugend- und Kinderchor und will euch deshalb das Singen auch heute nicht zumuten. Das machen die nachher viel besser. Also gratuliere ich, wie es das so gehört, mit einem kleinen Geschenk und darf gleichzeitig auch die Glückwünsche des saarländischen Ministerpräsidenten Peter Müller überbringen. Es ist ja wissenschaftlich längst belegt, dass musikalische Betätigung das Persönlichkeitsentwicklung fördert und dass Menschen, die ihr Leben lang musizieren oder singen, in der Regel länger leben und im Alter auch geistig überdurchschnittlich fit sind. Das heißt zwar nicht, dass man mit 80 Jahren noch im Jugend- und Kinderchor singen soll, aber der nahtlose Übergang in den Seniorenchor sollte man schon mal im Auge haben. Es wird nachts sehr kalt draußen in der Wüste. Alles klar, Papa. Bin schon unterwegs. Halt! Dann kann es losgehen. Jakob war es nicht so ganz wohl dabei, Josef zu seinen Brüdern zu schicken. Die konnten ihn nämlich nicht so gut leiden, waren eifersüchtig, weil Josef den schönen bunten Mantel vom Vater geschenkt bekommen hatte. Und dann die Träume. Auweia! Josef hatte allen seinen letzten Traum erzählt. Sonne, Mond und 11 Sterne hatten sich vor einem 12. Stern verbeugt. Und der 12. Stern war Josef. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Seine Brüder nannten... Kein
großen Markt wurde er zum Verkauf angeboten. So war das damals. Da gab es nämlich auch Sklaverei. Eines Tages kam ein ziemlich reicher Typ vorbei. Sein Name war Potiphar. Er kam mit seiner Gefolgschaft, um sich einige Sklaven anzusehen. Er brauchte nämlich einen neuen Diener für sein großes Haus. Er schaute sich die Sklaven ganz genau an, von vorne, von hinten, und schließlich prüfte er, ob sie auch stark genug waren. Josef gefiel ihm am besten. Potiphar handelte mit den Händlern einen Preis aus. So einfach ging das damals. Mit genügend Geld konnte man sich einen Menschen kaufen. Was im Haus passiert? Ich danke Sie, mein Herr. Das ist ein tolles Angebot. Was tue ich hier bloß? Wie komme ich?
So, wo waren wir? Ach ja, der Mundschenk wollte für Josef ein gutes Wort einlegen. Daran hat er aber erst viele Jahre später gedacht. Nämlich erst, als der Pharao nächtelang nicht schlafen konnte, weil er immer von dem gleichen Träumen erwachte. Ich weiß nicht, was es bedeuten soll, aber ständig werde ich nachts von den gleichen Träumen gewinnen. So langsam macht es mir Sorgen. Ich traue mich gar nicht mehr einzuschlafen. Mein Herr, da fällt mir was ein. Damals, als ich im Gefängnis war, war doch auch dieser Josef. Ich habe ihm meinen Traum erzählt und er hat ihn mir gedeutet. Und so, wie er es gesagt hat, ist es dann auch gekommen. Der Bäcker wurde zum Tode verurteilt und ich habe meine Arbeit wiederbekommen. An ihrer Stelle würde ich Josef ihr Träume erzählen. Denn wachen! Bringt den Josef aus dem Gefängnis zu mir. Gott hat es mir gesagt. Beide Träume bedeuten das Gleiche.
Die 7 fetten Kühe und die 7 großen Ähren bedeuten, dass es in den nächsten 7 Jahren alles im Überfluss geben wird. Es gibt mehr als genug zu essen, für alle. Danach werden 7 Jahre kommen, in denen nichts mehr wächst und alle hungern müssen. Das sagen mir die mageren Kühe und die dürren Ähren. Und zweimal der gleiche Traum heißt, dass es schon sehr bald passieren wird. Was? Und das soll schon bald passieren? Und keiner meiner Ratgeber konnte mich vorwarnen? Was können wir denn tun? Ändern können wir nichts. Es wird so kommen, wie die Träume es gesagt haben. Doch wir können in den nächsten 7 Jahren große Vorräte anlegen, sodass wir genug zu essen haben, wenn die Hungersnot kommt. Hervorragend, genau so machen wir es. Und du wirst mein Minister und sorgst dafür, dass unsere Kornkammern voll werden. So wie er es damals geträumt hat. Und seine Brüder haben ihn nur ausgelacht und beschimpft. Das sind doch meine Brüder. Aber was soll ich jetzt tun? Soll ich mich freuen oder wütend sein? Soll ich sie hungern lassen? Schließlich haben sie mich ja auch damals einfach an die Händler verkauft. Vergelten nach so langer Zeit, oder bin ich für ihn?
So langer Zeit. Tja, ja, nicht einfach zu verzeihen. Nein, bestimmt nicht. Verzeihen ist nie einfach. Aber Josef hatte begriffen, dass alles, was ihm zugestoßen war, zu Gottes wunderbaren Plan für sein Leben gehörte. Und dass er jetzt vielen Menschen das Leben retten konnte, auch seiner Familie. Es dauerte noch eine Weile, bis er sich zu erkennen gab. Und so kam es, dass im fernen Ägypten eine Familie nach vielen Abenteuern wieder zusammenfand. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es viele Tränen, Umarmungen und ein großes Fest gab.
Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Erwachsene, Applaus. Kann ich entnehmen, dass es euch und Ihnen gefallen hat. Ich darf noch mal betonen, es war wirklich alles live, auch wenn dann mal vielleicht eine Kratzer drin waren. Also wir sind hier nicht beim Fernsehen, die im Playback spielen. Sie hatten auch die Möglichkeit, einen Schnitt auf DVD und Video zu erwerben. Das ganze Musical ist aufgenommen worden. Dann müssen Sie sich bitte am Ausgang in die Listen eintragen. Doch nur zum Wichtigsten, nämlich unsere Hauptakteure des heutigen Abends. Nochmal einen riesigen Applaus für zunächst den Jörn Katrin Wust. Selina Helbig, Svenja Mees, Sarah Busch, Jacqueline Schäfer, Franziska Fest, Alexandra Alles, Vanessa Schuld, Ruben, Kerstin Festmann, Judah, Lisa Marie Griesbach, die fünf Händler, Katharina Lauer, Sven Schäfer, Anna-Katharina Jernmeinzig, Mareika Kullmann, Andreas Gerhardt, die Sklaven waren Katharina Ames. Lisa Hero, wir erlebten sie noch was als Potiphar. Nadine Schwan als Potiphars Frau. Nadine, geh ruhig nach vorne durch. Den Grundchef Patrick Averius. Becker, Jonas Lauer, den Pharao, gespielt von Sarah Gerhardt, Chris Weber war der Wächter, und schließlich ein riesigen Sonderapplaus für unseren Hauptdarsteller, den Josef Daniel Fuschmann. Sonderapplaus natürlich auf den Leiter des Kinder- und Jugendchores, an Michael Mann-Keller. Der Chor wurde wie immer toll am Schlagzeug begleitet von Oliver Becker. Musikalisch begleitet wurde der Chor von unserer Band Sweet Mercy, und zwar mit dem Leadgitarristen Mike Heinz. An Dominik Reicherding, Evers, und Thorsten Kind mit seiner Rhythmusgitarre. Und auch hier nochmals dem Schlagzeuger Oliver Becker, der ebenfalls zu dieser Gruppe Sweet Acid gehört. Der Erzähler war ich selbst, Erwin Gisch. Auf den Abschluss möchte ich nicht selbst machen, den überlasse ich einer Person, die seit den Anfangsstunden dafür sorgt, dass der Kinder- und Jugendchor St. Michael Eberler diese tolle Entwicklung hat. Ein Riesenapplaus der ersten Vorsitzenden, Elke Puss. Nachdem wir nun die Mitwirkenden auf der Bühne vorgestellt haben, kommen nun die Mitwirkenden hinter der Bühne dran. Ich bitte nun alle,
euch glauben, das sind nur ein paar Blumen, ihr habt sie mehr als verdient. Und nochmals, Schwab allen Akteuren, ein ganz herzliches Dankeschön. Ich wollte mal Tanja Kuhlmann waren zuständig für unsere Kostüme. Auch Ihnen ein herzliches Dankeschön. Anna Mai war zuständig für unsere Kulisse. Auch ihr mein besonderes Dankeschön. Sonja Marz war zuständig für die Marz. Vielen Dank. Nicht zu vergessen, unsere jungen Erwachsenen aus dem Jugendchor, die alles einstudiert haben. Auch von allen Akteuren für Sie. Sie waren ein ganz fantastisches Publikum.